Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Krisen sind ja Zeiten, wo der Charakter offen zutage liegt, wo das Beste oder das Schlechteste zum Vorschein kommt. Und Herr Kleinwächter, ob das eben dieser Lage angemessen war, das müssen Sie selber mit Blick in den Spiegel beurteilen. Ich muss sagen, ich fand es schäbig, solche Gelegenheiten zu nutzen, gegen Globalisierung und Ausländer zu hetzen. Wir Demokraten sind allerdings in der Herausforderung, in einer solchen Krise auch zu beweisen, dass eben auch freie Gesellschaften, dass auch Demokratien in der Lage sind, in außergewöhnlichen Krisen schnell, entschlossen und wirksam zu handeln. Und das gilt für die gesundheitspolitischen Herausforderungen, das gilt aber genauso für die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dass wir dieses Gesetz heute im Schnellverfahren in dritter Lesung auch heute beschließen können, das geht nur, weil auch die Opposition einem solchen Verfahren zugestimmt hat. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir in einer solchen Lage nicht über Regierung und Opposition reden, sondern einzig und allein darüber, was für unser Land richtig und geboten ist dieser Tage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in der Tat haben wir durch die Kurzarbeit gezeigt, dass 2008, 2009 einer anderen schweren Krise die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt minimiert werden konnten. Und deshalb unterstützen wir auch als Freie Demokraten das, was Sie uns an Krisenregelungen heute vorlegen. Erstens, die Hürden für Kurzarbeit zu senken. Zweitens, die volle Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge möglich zu machen, Unternehmen ganz konkret zu entlasten. Drittens, die Kurzarbeit auch auf Zeitarbeit auszudehnen, denn die Branche ist es und die Beschäftigten sind es, die oft konjunkturelle Einbrüche als erste spüren. Und ich bin auch dankbar, dass die Koalition, das Bundesarbeitsministerium heute Morgen klargestellt hat, dass sie in der Lage sind, wenn es die Entwicklung der Lieferketten nötig machen sollte, was wir alle nicht hoffen, diese Krisenregelungen auch über ein Jahr hinaus zu verlängern, um den Unternehmen und den Beschäftigten Planungssicherheit zu geben. Das unterstützen wir ausdrücklich, und das ist absolut richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Ich glaube auch, dass es richtig ist, die beiden Gesetze abzukoppeln. Denn wir sind ja nun wahrlich für mehr Weiterbildung. Aber über den richtigen Weg und die richtigen Instrumente sollten wir ringen und nicht die Krisenregelung der Kurzarbeit mit zusätzlichen Hürden zu erschweren. Denn die Unternehmen und die Beschäftigten brauchen in der Krise wahrlich eine einfachere Kurzarbeit und keine kompliziertere, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube auch, das will ich arbeitsmarktpolitisch an dieser Stelle auch sagen, dass sich hier jetzt in der Lage zeigt, dass es gut war, dass bei einer anderen Frage, bei allen Unterschieden mit Blick auf Fragen des SGB III, der Bundesagentur für Arbeit, wir in diesem Haus auch einen breiten überparteilichen Konsens hatten und haben, dass es richtig ist, dass die Bundesagentur für Arbeit in den letzten Jahren eine Rücklage aufgebaut hat, die sie in die Lage versetzt, in der Krise jetzt ausreichend Kurzarbeit auch zu finanzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das will ich bei der Gelegenheit auch deutlich sagen. Da hatten wir immer Konsens, auch wenn Sie das gerne anders darstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Ich will aber in die Reihen der Koalition und der Bundesregierung auch sagen, die Krisenregeln der Kurzarbeit sind ein zentrales Instrument. Sie sind aber wahrlich nicht das ausreichende Instrument. Und wir fordern Sie nachdrücklich auf, genauso klarzustellen, dass es weitere Maßnahmen geben wird. Die Unternehmen in unserem Land und ihre Beschäftigten brauchen jetzt ganz schnell Liquiditätshilfen. Es wäre richtig, dass Sie schnell klarstellen, dass Sie zum Beispiel Steuervorauszahlungen stunden werden und weitere Maßnahmen ergreifen. Und bei diesen weiteren Maßnahmen bitte ich Sie ernsthaft, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, von der Bundesregierung, eine Gruppe besonders in den Blick zu nehmen, die nämlich bei ehrlicher Betrachtung ihrer Politik zu häufig aus dem Blick gerät. Und das sind nämlich die kleinen Unternehmer und vor allem auch die Freelancer und Selbstständigen. Auch die geraten in eine möglicherweise schwierige, ganz schwierige Lage in den nächsten Wochen und Monaten. Wir fordern Sie nachdrücklich auf, hier auch schnell Maßnahmen zu ergreifen, die Freelancer und Selbstständige unterstützt und diese nicht aus dem Blick geraten lässt. Vielen Dank.